Also, ich bin der Weinkönigin aus Holland und meine Aufgabe ist eben die Fahne schnappen in der siebten. Und zu meiner Aufgabe gehört es eben auch, die Überbringung von der festen Bildäden, die wir den Weinziel zu tun haben. International! Und deshalb bin ich heute auch da. Und Weinkönigin, Weinkönigin bin ich deshalb. Ist ein gestrenger Mann. Der lässt sich gar nicht foppen. Das Wetter gut ist oder schlecht. Er geht nicht ab von seinem Recht. Er fordert seinen Schuppen. Und wer ihm den nicht geben will, den quält er tagtäglich. Er quält ihn hier, er quält ihn dort, er quält ihn in einem Fort und quält ihn ganz unsäglich. Da gilt kein Ansehen der Person, nicht Stand noch Wort und Ehren. Herr Durst, der kehrt bei allen ein, bei Reich und Arm, bei Groß und Klein. Und niemand kann's ihm wehren. Ihn rührt kein Ernst, ihn rührt kein Spaß, kein Pfeifen oder Singen. Ihr könnt ihn nicht durch Spott und Hohn, ihr könnt ihn nicht durch Schmähen und Drohung von seiner Forderung bringen. Drum, macht's wie ich. Ich bin bereit, sein Schöpplein ihm zu zollen. Und lässt er mich da nicht in Ruhe, trink ich ihm noch ein zweites zu. Dann hört er auf zu schmollen. Drum bitte ich euch als euer Wirt, den Durst bei mir zu stillen, mit Wein. Ob lieblich, herb und fein, ich schenke euch mit Freuden ein. Ich tu's ohn Widerwillen. Na, dann bringen Sie doch mal eine Flasche, aber bitte von der allerbesten Sorte. Ginsa ist ein schöner Brief. Macht auch Spaß. Also nicht nur Wein trinken, sondern und, auch Weine zollen. Wie wird man Ginsa? Was gibt es da besondere Voraussetzungen? Besondere Voraussetzungen, man kann diesen Beruf erlernen, wie jeden anderen Beruf auch. Bei mir ist es eine Sondersituation. Ich bin zwar groß geworden in einer Familie, in der schon immer Wein angebaut wurde, aber ich selbst habe eigentlich einen ganz anderen Beruf gelernt und bin ein sogenannter Seideneinsteiger. Nein, das wäre Einsteiger! Hat jemand schon eine Idee, um was sich's drehen könnte? Also Weißwein auf jeden Fall. Weißburgunder fällt da hinten. Weißburgunder? Ja. Also die Familie stimmt. Grauburgunder, höre ich jetzt hier auch? Lauwarm. Aha, lauwarm. Es ist sehr schwer, das muss ich sagen. Nein, es ist kein neues Stumm, es ist eine sehr alte Rebsorte, ne? Die allerdings bei uns in Kraichgau, dann wird es schon wärmer, die Sache, seit 60er Jahren sehr stark angebaut wurde, also schon eine ältere Tradition hat, aber jeder, der eigentlich vom Kraichgau kommt, bin ich fest überzeugt, kennt den Namen dieser Rebsorte. Ochsenwar. Ja, Ochsenwar. Und er sagt Ochsenwar. Ist der Tom in das Wasser? Aus der Tonne in die Tonne, aus der Tonne in das Fass, aus der Tonne in das Fass, aus dem Fasse dann Wonne, in die Flasche, in das Glas, in die Flasche, in das Glas, aus dem Glas in die Kehle, in den Magen, aus dem Magen in die Kehle, in den Schlund, in den Magen, in den Schlund. Und das Blut dann in die Seele und das Wort hier auf zum Mund und das Wort hier auf zum Mund. Der beste Wein aller Weine, der Wein meines Lebens. Ja, ein Wein, wie er sein soll. Ein feiner Wein, ein Traumwein, ein Weltwein. Traumwein, Weltwein, nein, das ist ein Jahrhundertwein, ein Jahrtausendwein. Das ist der Wein des Universums. Man sollte für diesen Wein den Hals einer Giraffe besitzen. Dann würde der Wein lang brauchen, bis er unten angelangt hat. Und der Hals der Giraffe sollte wie eine Wendeltreppe sein, damit er lange braucht, bis er unten anlangt. Tropfen für Tropfen. Jeder Schluck dieses Weines sollte zu 1000 Weintropfen werden. Noch besser wäre es, wenn der Wein zum Weintröpfchen, zum Weintröpflein sozusagen wird. Dann könnten aus einem Schluck Wein zigtausende Weintröpflein entstehen. Und im Hals dieser Giraffe sollte so etwas wie ein Wein irgendwo
Transfusionsapparat sei so eine Weindosieranlage. Er dachte ganz langsam die Halstreppe heruntergeht. Das wäre ein Abgang. Er geht vom Weinlokal nach Hause. Unterwegs schwankt er und schwankt und ist glückselig, als er an eine Litfaßsäule kommt und er sucht es sich Halt. Und er geht dann einmal um die Litfaßsäule herum, er geht ein zweites Mal um die Litfaßsäule herum, er geht ein drittes Mal um die Litfaßsäule herum. Schließlich bricht er zusammen und stöhnt: Eingemauert! Aber das könnte mir auch passieren! Ein Wein einer höheren Lage sein. Aus den passenden Wein zum Reben aus der Höhe gedeiht eben nur in Lagen, die der Hirsch in der Kühlnormendämmerung durchtreibt. Und suche nach seinem Weibchen, das in einer sonnendurchfluteten Lichtung auf ihn wartet. Natürlich muss ich Gerät halten müssen, dass einen großen Kelch mit leicht geschlossenem Rand besitzen muss. Du hast gesagt, dass das Bouquet sonst keine Möglichkeit hat, sich im Glas zu fangen und zu entfalten. Und jetzt stellst du Gläser hin, die zum Riesling nicht mal passen und die außerdem noch schmierig sind. Nein, so viel habe ich bei dir gelernt, dass ich diesen Wein aus diesem Glas ganz bestimmt nicht trinken werde. Was halte ich in den Händen? Ja. Ein Gläser mit kühlem Wein. Was halte ich in den Händen? Ein Gläser mit kühlem Wein. Es flog ein Vöglein über den Rhein. Trink aus, trink aus, trink aus. Ein Gläser mit kühlem Wein. Trink aus, trink aus, trink aus. Trink aus, es muss. Intensität nussig und würzig. Walnuss, Haselnuss und Nelke, Zimt, Pfeffer, Muskat, Vanille. Aromatische Gerüche. Vegetativ. Riesling. Mustier. Muskateller. Grasig. Sauvignon Blanc. Pfefferig. Grüner Veltliner. Bittermandeln. Spätburgunder. Rosen. Gewürztraminer. Alkohol. Leicht gewichtig, mittelschwer, kraftvoll, kernig, schwer, wuchtig, mächtig, feurig. Mager, dünn, brandig, spittig, fuselig. Abgang. Sortentypisch. Kurz, mittel, lang.
harmonisch, langanhaltend, elegant, vornehm, sehr kurzer Abgang und sauber. Blutvoll. Grasig. Groß. Grün. Handtrocken. Harmonisch. Hart. Kabinett. Herb. Herbizide. Herrenwein. Herzhaft. Heuriger. Himbeergeschmack. Holzig. Honig süß. Hübsch. Hefekuchen. Jungwein. Jungfernwein. Kettern. Kernig. Klärung. Klein. Komplex. Korkgeschmack. Körper. Körperarm. Körperreich. Heftig, kurz, lagerfähig, lang, lebendig, leicht, lieblich, lüften. Tafelwein. Qualitätswein. Qualitätswein mit Prädikat. Kabinett. Auslese. Trockenbeer auslösen. Eiswein. Physiologische Reife. Rauchgeschmack. Reduktiver Ausbau. Reif. Rein sortig? Rein tönig. Restzucker? Sauer. Fresh? Rezent.